In Weimar wurde mit dem Bauhaus zwar auch ein Stück Moderne mit erfunden, vor allem aber sieht sich die Stadt bis heute als der Ort, an dem die Klassik bewahrt wird. Und dafür stehen Sie natürlich Sie hier auch, Goethe und Schiller, hier vereint auf dem Sockel vor dem Nationaltheater. Aber nicht nur Ihr schöpferischer Geist wird in diesen Tagen in Weimar gefeiert, auch die Kompositionen von Schülerinnen und Schülern, die kommen da gerade auf die Bühne. Und unser Mittendrin-Reporter Fabian Held, der hat im Weimarer Nationaltheater festgestellt, dass sich die Jugendlichen offenbar an einen Spruch des alten Dichterfürsten Goethe gehalten haben. Der Rhythmus hat etwas Zauberisches. Sowas hat das Große Haus in seiner mehr als 100-jährigen Geschichte noch nicht erlebt. Tanzen zu Techno im Deutschen Nationaltheater Weimar. Jung und alt, klassische und elektronische Musik, große Bühne, viele Emotionen und mittendrin Schülerinnen und Schüler des Goethe-Gymnasiums. Der Auftritt ein voller Erfolg. Doch wie kam es dazu? Am Freitag wird noch geprobt. Immer gut zu vier spielen. Bitte noch einmal Ziffer 12. Da ein bisschen mehr nach vorne. Groove Symphony heißt die bundesweite Konzertreihe, bei der klassische Orchester Techno-Songs spielen. In Weimar sind erstmals Schüler mit dabei. Das ist schon was Besonderes, auch das eigene Stück dann nochmal zu hören mit Orchester. Unterstützt werden die Nachwuchsmusiker von den beiden Techno-Produzenten Da Pike und Electronic, die mit den Schülern einen Song schrieben. In mehreren Workshops tasteten sich die 16- bis 18-Jährigen an das Genre heran. Uns hat man diese ganzen Instrumente da hingelegt, diesen großen Kabelsalat, das war super cool und wir haben dann so ein bisschen erstmal rumprobiert und zum Schluss dann ein bisschen gezeigt, was wir da geschaffen haben. Der Dirigent Christian Dellacher entwickelte aus dem Stück eine Partitur für das Orchester, genau wie aus Songs von Da Pike und Electronic. Das alles für ein Konzert, einen großen Auftritt. Barbara Volkwein ist die Initiatorin hinter Groove Symphony. Jeder junge Mensch kann musizieren, das ist das eine. Und das nicht nur mit analogen Mitteln, sondern halt auch mit digitalen Mitteln. Und das Wichtige daran ist, dass wir auch junge Menschen zum Orchester bringen. Für die Musiker digital wie analog ist das Konzert etwas Besonderes. Heute hier auf der Bühne zu hören, von hinten spielen das irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Leute, das sind 80 vielleicht, spielen das alle genau das, was man da mal zusammengeklickert hatte. Das ist überwältigend und Schweißausbrüche, Herzklopfen, im positiven Sinne. Da sind wir alle Profis. Nicht jeder hat immer auf Mozart genauso Lust wie auf Beethoven, Brahms, Wagner oder Avantgarde. Aber trotzdem ist, glaube ich, dieses Projekt für viele einfach eine neue Erfahrung und schon deswegen interessant. Sonntagabend. Goethe und Schiller blicken streng wie immer, während sich das Deutsche Nationaltheater füllt. Doch klassisch wird es nicht werden, das Publikum jünger und diverser als sonst. Bei den Schülern steigt die Anspannung. Und dann bin ich auch aufgeregt, weil es irgendwie eine strenge Applausordnung gibt. Habe ich Angst, dass ich das ein bisschen vermasse, aber ich glaube, es wird schon. Dann die hier so ungewöhnlichen Klänge. Mehr als 600 Zuschauer sind gekommen, der Saal ist fast voll und bei vielen wird aus Neugier schnell Begeisterung über das, was da von der Bühne kommt. Nach der Pause beginnt der zweite Teil mit dem Stück der Schüler. Nach ihrem Song Jubel im Publikum. Fast 2 Stunden geht diese besondere Aufführung, 2 Zugaben werden gespielt, der Applaus ist lang und laut. Irgendwie überwältigend, aber auch total schön und ich fühle mich sehr geehrt. Wurden jetzt die Älteren für Techno oder die Jüngeren für klassische Musik begeistert? So ein bisschen von beidem, dass man das Gefühl hat, man kann Techno mit Klassik verbinden, was ja zwei so super verschiedene Welten sind, das ist einfach super. Und ich glaube, das haben beide Generationen irgendwie gemerkt. Vielleicht kommen einige auch wieder, wenn in diesem historischen Haus klassische Musik gespielt wird. Der Intendant der Berliner Volksbühne, René Polisch, ist tot. Das teilte das Theater mit. Er sei am Morgen im Alter von 61 Jahren plötzlich und unerwartet gestorben. Polisch, der auch Autor und Regisseur war, hatte die Intendanz der renommierten Berliner Kultureinrichtung 2021 übernommen. Zuvor hatte Polisch auch an den Münchner Kammerspielen, am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg und am Burgtheater in Wien gearbeitet.